Blitzstart in der Lustenauer Rheinhalle. Nach nur knapp 2 Spielminuten ist Peter Wahler zur Stelle und trifft zur Führung für die Lustenauer. Der aus Zell am See gekommene Stürmer verwertet nach idealem Zuspiel von Dominik Oberscheider zum 1:0. Doch der Jubel über die Führung dauert nicht mal eine Minute, denn die Italiener schlagen blitzschnell zurück. Nach nur weiteren 40 Sekunden steht es bereits 1:1. Doch es kommt noch schlimmer für die Lustenauer. Rund 3 Minuten später gehen die Südtiroler durch ein Powerplay mit 2:1 in Führung. Mit diesem Spielstand geht es dann auch in die erste Drittelpause. Im zweiten Spielabschnitt dominieren die Lustenauer Löwen das Spielgeschehen. Abermals bricht Peter Wahler durch und kann nur durch ein Foul gestoppt werden. Den dafür ausgesprochenen Penalty verwertet er staubtrocken zum Ausgleich. In weiterer Folge kontrolliert der EHC Algelas die Lustenauer das Spielgeschehen auf dem Eis. Kapitän Max Wilfern ist es, der nach rund 27 Minuten den verdienten Führungstreffer für Lustenau erzielt. Die Hausherren haben dann noch mehrere Chancen auf weitere Treffer, es bleibt allerdings bei diesem Ergebnis und so geht es dann ins alles entscheidende dritte Drittel. In der 44. Minute sorgt der vom EHC Brinkzer Wald zu den Lustenauern gestoßene Johannes Linz mit diesem herrlichen Schlenzer von der blauen Linie für die Vorentscheidung. Ab diesem Zeitpunkt spielt der EHC die Partie kontrolliert herunter und lässt den Südtirolern nur noch wenige Chancen. In den letzten Minuten gibt es dann auf beiden Seiten noch einige Strafen, doch am Ergebnis ändert sich nichts mehr. Somit kann der EHC Algelas die Lustenau in der noch sehr jungen Saison die ersten Punkte einfahren. Bemerkenswert bei den Lustenauern war die Tatsache, dass Trainer Gerald Ressmann mit 4 Linien spielte und somit auch die jungen Nachwuchskracks zu ihren Einsatzminuten kamen. Ich muss ehrlich sagen, es war ein sehr spannendes Spiel und wir haben gewusst, dass wir hätte gewinnen müssen, nachdem wir das erste Spiel auch verloren haben. Und ja, im ersten Drittel, muss ich ehrlicherweise sagen, war wir eine Katastrophe und haben uns dann zum Glück gebessert im zweiten, haben das dann aufgeholt und im dritten Drittel haben wir es dann relativ gut heimgespielt, sage ich.